Es wird gefragt, wie stehen Muslime zu Jesus und zu Christen? Gott ist Allah und Allah ist Gott. Wo ist da der Unterschied? Wie stehen Muslime zu Jesus? Erstmal, Jesus, Isa alayhi salatu wasalam, auf Arabisch, ist für uns ein geehrter Gesandter. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn zu den besten 5 Gesandten gemacht. Die wären, ich fange an mit der chronologischen Reihenfolge, Nuh, Noah, dann Abraham, Ibrahim, dann Moses, Musa, dann Jesus, Isa und Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese sind die 5 besten Gesandten. Für uns ist Jesus ein Gesandter, ein geehrter Gesandter. Walhamdulillahi rabbil alamin, dieses ist das Beste, woran ein Mensch glauben kann, dass er weiß, niemand hat die Stufe von Allah Azza wa Jalla. Warum kann Jesus kein Gott sein? Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu uns im Koran, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Wahrlich ungläubig sind diejenigen geworden, die Worte Allahs, die sagen, Allah wäre einer von 3. Wie kann man akzeptieren als Mensch, dass neben Allah Azza wa Jalla andere Götter existieren? Und wenn es neben Allah andere Götter in den Himmeln und auf der Erde geben würde, so würden die Himmel und Erden zusammenbrechen, weil jeder Gott die Macht für sich beanspruchen möchte. Klar, versteht jeder. Ist jemand ein Gott, der im Bauch seiner Mutter verbringt? Wie kann jemand ein Gott sein, der gegessen und getrunken hat? Ein Gott braucht dieses alles nicht. Ein Gott ist unabhängig von allem und alles ist abhängig von ihm. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad, sprich Allah ist ein Einziger, derjenige, von dem alles abhängt und Allah von allem unabhängig ist nach einer Bedeutung. Wie kann Jesus ein Gott sein, der auf Toilette gegangen ist, der müde geworden ist, der erschöpft war? Wie kann Jesus ein Gott sein, nach der Erzählung der Christen, dass er gekreuzigt wurde an einem Kreuz? Subhanallah, ist das eine Vorstellung von euch über Gott, dass er sich von ein paar Leuten überrumpeln lässt, besiegen lässt und daraufhin gekreuzigt wird? Bei uns ist Allah allmächtig. Niemand kann es mit Allah aufnehmen. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.